Hallihallo, wie geht es euch heute? Ich hatte nicht auf das Ausrufezeichen geklickt, sondern auf die drei Punkte daneben. Bei dir wollte doch noch jemand sagen. Oh. Diego, danke, dass du ein Wort bei Professor Flitwick eingelegt hast. Dank dir werde ich zusammen mit dem Schauspielkollegen meiner Träume... Du sprichst von Mirula. ...auf der Bühne stehen. Ich helfe immer gerne, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Apropos, dein Schauspielkollege wollte vor der Probe unter vier Augen mit dir sprechen. Du sprichst von Mirula. Viel Glück. Hallo Mirula. Es freut mich total, dass wir gemeinsam auftreten werden. Du bist die einzige Person, mit der ich so ein romantisches Stück spielen würde. Neben Tulip und... Vielleicht will ich das auch mal mit Barnaby machen, aber... Eigentlich lieber mit Tulip. Ich freue mich auch, Baby. Wie gesagt, du bist der Einzige, der mich nicht zum Kotzen bringt. Und als Schauspielkollegen sollten wir uns vor dieser verrückten Show kurz unterhalten. Ich dachte mir, dass du vielleicht nervös bist. Nervös? Deswegen. Stell dich nicht dumm, Baby. Du hast mir schon verraten, dass du Angst davor hast, die romantische Szene zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich das Wort Angst verwendet habe. Natürlich müssen die Schüler in den Hauptrollen ihre Gefühle vor der ganzen Schule beichten. Ich habe noch nie jemandem meine Liebe gestanden. Sei nicht nervös, Belly. Du sollst ja auch nur so tun. Ist doch nur ein Theaterstück. Wie Penny schon sagte, wenn ich meinen Schauspielkollegen mag, dann müsste ich nicht nur so tun. Aber ich sehe Tulip hier schon wieder nirgends. Ich denke schon wieder viel zu weit voraus. Ich habe noch nicht einmal vorgesprochen. Moment mal, hast du etwa Angst davor, deine wahre Liebe auf der Bühne zu erklären? Oh. Ich? Angst? Mach dich nicht lächerlich. Die Vorstellung, meine Gefühle vor ganz Sorgfalt zu erklären, macht mir überhaupt keine Angst. Du wirst großartig sein, Mirula. Mach dir keine Sorgen. Wer hat gesagt, dass ich mir Sorgen mache? Falls es dich interessiert, du wirst auch großartig sein. Nicht so großartig wie ich, aber trotzdem großartig. Das nehme ich mal als Kompliment. Schön, dass ich dir helfen konnte. Mein Job hier ist getan. Wie du meinst, Mirula, wir sollten wieder zur Probe gehen. Aufgepasst, Schauspieler und Crew. Ich begrüße Sie alle zu unserer ersten Probe für Verzauberter Frühling. Ich habe über Jahre hinweg viel Liebe in dieses Theaterstück gesteckt und bin begeistert, dass mein Meisterwerk nun auf die Bühne kommt. Allerdings ist nach dem Desaster im Zusammenhang mit der Brunnen des wahren Glücks ein gewisser Aberglaube aufgekommen. Die magische Theaterwelt ist davon überzeugt, dass es Unglück bringt, den Namen dieses Theaterstücks bei Proben laut auszusprechen. Das klingt ziemlich seltsam. Hast du da schon mal was von gehört, Diego? Das ist ein gängiger Aberglaube, aber ob es wirklich Unglück bringt, schwer zu sagen. Obwohl es absurd klingt, möchte ich Sie alle dazu auffordern, die unglückbringenden Worte vor der Aufführung nicht auszusprechen. Und jetzt nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um Ihre Skripte durchzugehen, bevor wir mit der Probe beginnen. Meine Güte, Flitwick nimmt diesen Aberglauben wirklich ernst. Kann es wirklich so viel Unglück bringen, wenn man der Brunnen... Hör sofort auf! Du darfst den Namen dieses Theaterstücks nicht aussprechen, sonst beschwörst du Unglück herauf. Ich sage meinen Duellschülern immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht und ein Besuch im Krankenflügel. Diego, das klingt, als würdest du auch an diesen Aberglauben glauben. Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es auch nicht abgeschnitten. Lass uns herausfinden, ob sonst noch jemand glaubt, dass der Name des anderen Theaterstücks Unglück bringt. Was wohl passieren würde, wenn jemand die unglückbringenden Worte ausspricht? Wieso spreche ich sie nicht einfach mal aus? Ich bin die mächtig 16 Hogwarts, ein paar Worte machen mir keine Angst. Ich spreche jetzt aber trotzdem nicht aus. Nenn es Fluch, Verwünschung, Aberglaube, wie auch immer. Es gefällt mir nicht. Vielleicht hätte ich in der Eulerei bleiben sollen. Worte sind zwar mächtig, aber bestimmt nicht so mächtig. Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist, ob die Bühnenbilder bis zur Aufführung fertig werden. Flitwick hat den Namen des Theaterstücks schon gesagt. Vielleicht also sind wir schon verflucht. Sie heißt nicht ohne Grund unglückbringende Worte. Lassen Sie sich also nicht einschüchtern. Wenn die Leute denken, diese Worte würden Unglück bringen, dann gibt es bestimmt einen Grund dafür. Ich habe auch schon genug Pech, darum werde ich es nicht drauf ankommen lassen. Es gibt ziemlich widersprüchliche Meinungen, was die unglückbringenden Worte angeht. Was denkst du, Cody? Glaubst du an den Aberglauben? Aberglaube ist Unfug. Was beim letzten Theaterstück in Hogwarts passiert ist, war einfach nur Pech. Trotzdem, wenn bei diesem Theaterstück etwas passieren würde, wäre Flitwick untröstlich. Wir sollten die unglückbringenden Worte meiden und kein Risiko eingehen. Ich schätze, du hast recht. Diese Aufführung bedeutet Flitwick eindeutig eine Menge. Und mir auch. Ich mag meinen Schauspielkollegen nicht nur als Schauspielkollegen.
Und ich möchte nicht, dass mich etwas davon abhält, ihm meine Gefühle zu gestehen. Darum sollte ich mich auf die Probe konzentrieren. Apropos, du musst dich noch auf eine andere Probe vorbereiten. Eine ganz besondere Probe. Mit Merolas Neid. Wirklich? Wir erproben jetzt schon die Szene mit der Liebeserklärung. Nicht mit diesem, also doch nicht mit Merola, sondern mit einem brandneuen Schauspielkollegen. Triff dich mit Barnaby in Pflege magischer Geschöpfe, dann wird er dir deinen Partner für die nächste Szene vorstellen. Einen Knall. Jetzt muss ich doch mit Barnaby proben, ich habe ihn doch extra nicht angekriegt. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Wo muss ich hin? Also nicht Unterricht Grinterpad. Nicht zur normalen Pflege. Ah, hier steht es ja drin. Da steht nicht zum Sterne verdienen, sondern so zu pflegemagischen Geschöpfe ohne Sterne zu verdienen. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn es dafür Sterne gibt. Hallo Barnaby. Du bist ja ganz alleine hier. Auch ohne. Kaelin ist auch nicht da, okay? Hallo Cody. Ich möchte dir meinen Lieblingsknall vorstellen. Knall. Barnaby, warum hast du deinen Knall genannt? Weil er der knalligste aller Knalls ist. Ich dachte, das sei offensichtlich. Nun, es freut mich, dich kennenzulernen, Knall. Ich habe auch einen Knall, der heißt auch Knall. Ich habe gehört, dass wir Schauspielkollegen sein werden. Professor Flitwick hat mich gebeten, dem Knall einige einfache Regieanweisungen beizubringen. Anscheinend gibt es eine Szene, in der die Frühlingsnymphe mit einem magischen Geschöpf tanzt. Und Professor Flitwick hat einen Knall ausgewählt? Sind Knalls nicht etwas schwierig? Vorhin hieß es Knalls, jetzt Knalle. Was ist jetzt der korrekte Plural? Ich schau mal kurz, ich habe ja noch fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind hier. Und mal schauen, ob das da drinnen steht. Knall. Hier ist Dürfi Drache. Knall. Der Knall! Oh, schade. In dem Text kommt leider Knall nicht im Plural vor. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob Knalls oder Knalle richtig ist. Das habe ich auch gesagt. Aber Professor Flitwick hat darauf bestanden, dass die Frühlingsnymphe jede Art von Geschöpf zähmen kann. So langsam habe ich den Eindruck, dass Flitwick ehrgeizige Ziele für diese Aufführung hat. Mhm. Einem Knall Regieanweisungen geben zu können, ist jedenfalls ehrgeizig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schaffen werden. Wir können es immerhin versuchen. Lass uns diesem Knall einige Regieanweisungen geben. Jetzt reichen immer meine Energiepunkte dafür. Können wir dem Knall eine Pirouette beibringen? Immerhin hat er ja auch eine Tanzszene, Barnaby, in Gesundheitsklassen. Professor Flitwick hat uns noch nicht erklärt, welche Motivation der Charakter des Knalls hat. Geh auf der Bühne nach links, Knall. Oder ist das rechts? Bühnenanweisungen sind ja so kompliziert. Du bist ziemlich niedlich, Knall. Ich wette, du bist ziemlich dominant in deiner Szene, weil alle nur auf dich gucken werden. Also der Knall ist schon mal gut darin, still zu sitzen und jetzt können wir ihn bestimmt noch dazu bringen, an einer Stelle zu bleiben. Links und rechts auf der Bühne sind aus der Sicht des Schauspielers, nicht aus der Sicht des Publikums. Das müssen wir einfach mal so festlegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch offiziell so festgelegt oder so, keine Ahnung. Füttere den Knall nicht, sonst denkt er, es ist eine Falle und greift an. Okay, dann halt nicht. Ich frage mich, was der Knall gerne isst, aber wir werden ihn nicht füttern. Das heißt, ich werde auch nachher meinen Knall besuchen, aber ich werde ihn dann nicht füttern. Ein Kopf wäre ja so viel einfacher zu trainieren. Es ist nicht einfach, einen Knall von einem Igel zu unterscheiden. Das stand übrigens auch hier in Fantastische Tierwesen. Barnaby ist toll im Umgang mit Tieren, er ist stark, aber gleichzeitig sanft. Nicht vergessen, Vordergrund bedeutet näher beim Publikum und Hintergrund weiter entfernt. Auf wir lernen hier ja die ganze Menge. Knall scheint die Regieanweisungen nicht besonders gut zu verstehen. Er versteht nur eine Anweisung. Platz. Er kann auf der Bühne an einem Ort stehen und ich kann um ihn herum tanzen. Hervorragend. So bekommt Professor Flitwick seine Tanzszene
Und Knarl muss nicht als Schauspieler glänzen. Ich glaube, er ist etwas schüchtern. Nun, es ist mir eine Ehre, das Rampenlicht mit Knarl zu teilen. Diese Aufführung wird etwas Besonderes. Das hoffe ich doch. Aber ich mache mir Sorgen, dass jemand die unglückbringenden Worte sagt und etwas Schlimmes passiert. Es ist nur ein Aberglaube. Daran ist nichts wahr. Das weißt du nicht ganz sicher. Was ist, wenn dem Knarl irgendetwas zustößt? Ich möchte nicht, dass er verletzt wird. Ich weiß, dass dem Knarl nichts passieren wird, weil du ihn beschützen wirst. Niemand in Hogwarts ist so stark wie du, nicht mal Hagrid. Da hast du recht. Ich werde den Knarl beschützen. Danke, Cody. Cody, genau der Zauberer, den ich sehen wollte. Was ist los, Diego? Fliffig hat Änderungen am Skript vorgenommen, die er mit dir besprechen möchte. Du findest ihn im Duellierclub. Dann sollte ich wohl sofort zu Professor Flitwick gehen. Ja. Im Duellierclub war ich übrigens, eine göttliche Eingebung, ja. Also im Duellierclub war ich übrigens zwischendurch auch und hab mir die blauen Bücher freigeschaltet. Leider reichen die ja noch nicht. Mir fehlen immer noch 6 für den Imp. Naja, ich bin gespannt, ob ich diesmal den Bubblefluch hinkriege. So, und dann wollte ich jetzt auch noch meinen Knarl besuchen, der auch Knarl heißt. Nein, jetzt habe ich falsch geklickt. Ja, das hier ist nicht mein Knarl, das ist Merlin. Hallo Merlin, danke für das Geld. Ja, dann, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann muss ich auch wieder... hallo Merula, schönes Bild von dir. Auch Geld, ja schön. Wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich auch gucken, ob ich wieder so eine blöde Frage beantworten kann. Hallo. Wieder nur bei dir, na gut. Bei dir, was für eine Frage hast du denn diesmal für mich? Vielleicht was Schwierigeres. Polaris ist auch bekannt als der Polarstern. Polaris, Polarstern. Ja. Ist ein bisschen offensichtlich, oder? Hm. Danke. Ja. Na, ich meine, auf die Weise kann man sie auch hochleveln. Aber ich wollte ja jetzt, richtig, ich wollte den Knarl besuchen. Dafür muss ich erstmal wieder ganz raus. Und jetzt bin ich hoffentlich im richtigen Biom. Also hier ist mein Wichtel. Dann ist hier, das ist mein Niffler. Newt habe ich den genannt. Dann, da ist der Knarl. Hallo Knarl. Und mein Knarl heißt auch Knarl. Ja, komm, Knarl. Ach, mein Knarl bleibt auch noch auf einer Stelle, aber mein Knarl kann besser tanzen als der von Barnaby. Komm, dafür kriegt er was zu futtern. Ah nein, ich sollte ihn ja nicht füttern! Ah! Voll versaut. Voll versaut. Na, ich hoffe, der Knarl macht jetzt in der weiteren Handlung nichts Schlimmes. Nur weil ich ihn gefüttert habe. War mein Fehler. Sorry, war keine Absicht. Ich nehme mir aber dafür hier, ein paar Punkte. Ja, danke. Achso, und jetzt war die göttliche Eingebung von Flitwick im Duellierclub. Die sehen wir morgen.